Hallo Familienhausfreunde, ich wollte euch heute mal noch ein bisschen was Neues von unserer MBE, also von unserer Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer erzählen. Auch während der Pandemie waren die MBEs bei uns ein verlässlicher Ansprechpartner vor Ort und während viele Behörden aufgrund von der Eindämmungsverordnung nur beschränkt Kontakt zu den Ratsuchenden ermöglicht haben. Aber schon in diesem Jahr konnten allein die MBEs 296 Klienten beraten, 68 davon in intensiven Einzelfallhilfen, der sogenannten Case Management. Es gab bereits 43 Neuaufnahmen und die meisten Klienten der MBE kommen aus Syrien und Afghanistan. Die Verteilung auf Männer und Frauen ist sehr ähnlich und nämlich es sind 48% Männer und 52% Frauen. Die MBE selbst ist mit zwei Beraterinnen besetzt, die sich dann die Fälle aufteilen. Alles in allem haben sie dieses Jahr schon 553 Sitzungen durchgeführt. Umso wichtiger ist es auch, eine fortlaufende und bedarfsgerechte Förderung dieser Angebote sicherzustellen. Und der MBE-Aktionstag, der schon am Mittwoch, am 30. Juni stattfand, der soll hier darauf aufmerksam machen, wie sich die Arbeit der Kollegen von der MBE so gestalten.